Was ist das denn jetzt hier? Ah, komm! Jetzt komme ich nicht weiter, weil hier das Gedärm da hängt, oder was? Ah, leck mich doch am Arsch! Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Happy Wheels. Der Unfallsimulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zum nächsten Livestream. Heute mal wieder mit einer Runde Happy Wheels. Ich könnte noch 2 Stunden, aber wir haben ja keine Zeit. Ja, ich habe wieder neue Levels bekommen von euch, von den Zuschauern, und die werden wir spielen, und zwar die, die bei meinen Level-Testern durchgekommen sind. Es waren viele dabei, die waren viel zu leicht, ja, also lasst euch ein bisschen was einfallen, wenn ihr künftige Levels einschickt. Und ja, ob ich heute Spiele verlose? Nein, ich verlose heute keine Spiele, und ich spiele normalerweise ja immer im steigenden Schwierigkeitsgrad. Ich fange mit den leichten an, aber wir sind zuletzt stehen geblieben bei einem schwierigen Level, und den werde ich jetzt weiterspielen, weil jeden Level, den ich anfange, den ziehe ich auch durch, und wenn das jetzt die ganze Nacht dauert, ja. Und deswegen fangen wir jetzt an. So. Browse Level. Mone, das Gerät war das. Und da machen wir jetzt weiter. Ich habe natürlich mittlerweile alles vergessen. Das heißt, wir müssen jetzt alles schmerzhaft neu erlernen. Ich gucke jetzt nochmal schnell in den Live-Chat, ob alles da ist. Und ja. Es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen ich habe Ton, ich habe keinen Ton. Ich habe Bild, ich habe kein Bild. Aber anscheinend... Meine Frau ist ja auch jetzt da online, habe ich gesehen, ja? Hallo Mone, das ist der Level Mone, das Gerät, ja? So viel zu dem Thema. Und dann fange ich jetzt an. So, quasi wieder bei Null. Ich habe alles vergessen. So, das können wir nochmal anschauen hier. Ein Abenteuer in Frenkelgröße. Mone befindet sich mit ihren Kindern Harald und Luke in einem mysteriösen, dunklen Wald. Sie muss ihren Mann finden, um sich zu rächen, weil... Das kann ich jetzt nicht lesen. Weil, ich glaube, weil ich mit einer anderen Frau abgehauen bin. So war das, glaube ich. Irgendwie sowas. Gut. Und jetzt wird's dunkel. Und jetzt werde ich erstmal hier den Mauszeiger ein bisschen nach rechts schieben. Das irritiert mich nämlich. Scheiße, es ist so dunkel hier. So. Stopp, stopp, stopp. Vorsicht, schwule Harpune. Das reimt sich. Hehehe. Mone. Zum Totlachen. Ja, okay. Eine Harpune. Da müssen wir wieder ein bisschen geschickt ausweichen. Und verdammt, ich habe die Harpune im Arsch. Mone hat die Harpune im Arsch. Kann ich mich da jetzt nochmal losreißen? Ja, kann ich, aber ich bin dabei gestorben. Das fängt ja super an. Okay, ich erinnere mich, da war eine Harpune, eine Schwule. Okay. Also wie gesagt, normalerweise fange ich mit den leichten Levels an, aber das geht heute nicht. Das hier ist ein Level mit dem Schwierigkeitsgrad, Moment, 8,2 im Durchschnitt. Meine Level-Tester bewässern. Vorsicht, Harpune. Ja, ich habe Luke nach vorne geschickt, der hat mir gerade das Leben gerettet. Meine Level-Tester bewerten das von 1 bis 10. 1 ist zu leicht, 10 ist zu schwierig bzw. unfair. Und aus allen dreien bilde ich dann eine Summe, teile das durch 3 und dann habe ich einen Durchschnittsschwierigkeitsgrad. Und nach dem richte ich mich. Und 8,2 ist was, das spiele ich gerade noch so. So, dicker Mann, fall um. Ach ja, das war der Blödmann. Komm! Du bist dafür da, das ist dein Lebenszweck, zu sterben an der Scheiß... Pardon! Mine! Okay. Wir fahren weiter. So. Ach, fuck. Ja, alles klar. Liebeskugeln. Ich liebe Liebeskugeln. Alles eine Timingfrage! Fahr durch! Ohohoho. Das ging gerade nochmal gut. So. Mone, Luke, du lebst. Warte mal, da oben waren Stacheln. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Und da liegt noch eine Milz, glaube ich. Super, das läuft ja klasse. Das ist ja alles einmal frei. Machen wir den noch ein bisschen platt. Mone. Nein! Und jetzt wird es wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut vorunkeln, heißt es ja. Hoppla, was war das? Mein Kind ist gestorben. So, in welche Richtung? Im Zweifel nach rechts, weil in Deutschland bewegt sich momentan sehr viel nach rechts. Deswegen fahre ich jetzt auch nach rechts. Obwohl ich das im wirklichen Leben ja nicht so gut finde. Hoppla, jetzt habe ich mir das Bein gebrochen. Abgebrochen, um genau zu sein. So, dann haben wir noch so ein kleines Dingsbums. Das überhüpfen wir einfach. Jetzt haben wir leider noch ein Bein. Das hat mich aber... Uah. Shit! Brems! Brems! Brems, Mone! Brems doch mal! Ah! Fuck! Bleib stehen! Na, Kacke! Was geht denn hier ab, hey? Ich hasse es! So eine Scheiße, ey! Jetzt bin ich so weit gekommen und jetzt bin ich gestorben hier. Dreck!
Ja. Funktioniert ja alles, wenn ich gerade so in den Live-Chat reinschaue. Okay, das kann ein bisschen dauern hier. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte was zum Aufwärmen spielen und nicht gleich hier wieder so einen schwierigen, aber naja. Ich bin ja der Happy Wheels Gott. Insofern ist das kein Problem! Es fällt mir ein, jetzt wird sich wieder mein Student beschweren, der über mir wohnt. Kacke. Ich kann mich erinnern, wenn ich mich jetzt umdrehe, dass dann irgendwie die Mone immer stirbt, weil die Mone nichts aushält. Aber ich. Also so nach rechts rum kann ich mich nicht drehen, das geht nicht. Ja, wenn man sie da links dreht, dann stirbt man. Verdammt! Aber ich bin ganz ruhig. Das ist alles noch Warm-up hier. Danach habe ich einen Level, der hat Schwierigkeitsgrad 0,0. Ja? Deswegen müssen wir uns da jetzt leider mal durchbeißen. Komm, schieß das Kind. Nein! Ach, Kacke! Also, man darf hier nicht auf den Rücken fallen. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, und falls ihr euch beschweren wollt, wenn der Level zu lang dauert, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wie gesagt, was ich anfange, das führe ich zu Ende. Ah, scheiße, ey. Bauchnabelpiercing. Komme ich da nochmal weg? Ohne zu sterben? Ah! Hat sie ausgehalten, die Mone. Bisschen eine leichte Rückenlage, aber komm. Rückenlage ist für Frauen an sich ja nicht so verkehrt. Kommt dicker Mann, fall da drauf. Jawohl, das war sehr gut gelöst. Jetzt haben wir keine Arme mehr, aber das ist beim Fahrradfahren, wird das eh überschätzt. Stopp, stopp, stopp. So, da muss ich jetzt auch erstmal wieder durch. Oh, die legt eigentlich. Ist ja ganz gut, dass die so liegt, ne? Habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Go, Baby, go, Baby, go! Ja. Alles klar, alles klar, alles klar. Stopp, anhalten. Kind in Ruhe sterben lassen. Rüber! So. Und jetzt kommt hier das totale Chaos. Was ich irgendwie nicht so richtig kontrollieren kann. Oh, leck mich doch am Arsch, ey! Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es! Wollen wir nicht einfach lieber um sie spielen? Wollen wir nicht lieber einfach um sie spielen? Nee, können wir nicht, weil um sie habe ich nicht vorbereitet. Verdammt. Ja, übrigens, heute ist mal wieder ausnahmsweise nicht für den guten Zweck, sondern für den sehr guten Zweck könnt ihr heute spenden wieder. Und zwar für meinen Kanal. Ich hoffe mal, meine Moderatoren hauen den Link regelmäßig in den Chat rein. Darüber hinaus gibt es da einen Button, da könnt ihr draufklicken, ne? Und ich möchte keine Spenden, ich möchte Trinkgeld. Das muss ich auch nochmal betonen an der Stelle. Falls euch meine Leistung erfreut, dann ist Trinkgeld immer nicht schlecht. So. Apropos Trinkgeld. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Moment. Ich habe hier wie immer mein alkoholfreies Bier, ne? Prost, das seht ihr jetzt nicht. Die Facecam gibt es wie immer in meinem Kanal dann exklusiv, ne? Muss ich auch nochmal erwähnen. Warum, habe ich schon tausendmal gesagt. Kann ich bald ein Buch drüber schreiben. So. Komm, Baby, fahr durch. Jawohl. Luke, stirb. Ich lese gerade ein Buch über Kinder. Und zwar ist das vom Sohn von Stephen King. Das Buch heißt Christmas Land. Passt auch ganz gut gerade in die Stadezeit. Kann ich empfehlen. Das Buch ist wirklich sehr, sehr. Am Anfang ist ein bisschen zäh noch, aber dann wird es ganz cool. Es geht um einen Typen, der fährt ein Auto. Einen alten. Boah. Scheiße, Mone, was machst du? Hoppla, Moment. Verzeihung. Der fährt einen alten Rolls-Royce und. Entführt Kinder ins Christmasland. Wo sie sich dann verwandeln. Wo sie zu Monstern werden. Also Kinder werden zu kleinen Monstern. Also eigentlich verändern sie sich kaum. So, weiter, komm. Ab und zu muss man in den Live-Chat gucken, ist klar. Weil ihr könnt heute auch wieder Fragen stellen, weil ich steb. Ich steb. Was ist denn heute los, Frenkel? Wieder mal Sprechdurchfall. Ich sterb hier so. Ich sterb hier so oft, da habe ich mal locker Zeit, mal kurz in den Live-Chat zu gucken. Ja, Omsi, bitte, bitte, spiel Omsi. Ja, Omsi, Omsi. Ihr könnt mich mal. 3 Euro von Traumtänzer, danke dafür. 1 Euro von Kepo94, mit dem muss ich mal ein ernstes Wort reden. Ich muss euch mal einen Tipp geben, pass auf, ich sag mal so. Ich bin wirklich froh um jede Spende. Wenn ihr 1 Euro spendet, ist das super.
Wenn alle meine Abonnenten 1 Euro spenden würden, dann hätte ich mal so für 2 Jahre eigentlich ausgesorgt. Ja? Müsst ihr mir keine Sorgen machen. Kann ich aber natürlich nicht verlangen. Aber was ich sagen möchte ist, bevor ihr jeden Livestream 1 Euro spendet, spendet lieber jeden zweiten Livestream 2 Euro. Und wisst ihr warum? Weil PayPal zieht Gebühren ab. Ganz miese Tonstörung. Ganz miese Kerle sind das. Also die ziehen Gebühren ab und bei 1 Euro geht da relativ viel ab. Und ich glaube, bei 2 Euro geht schon ein bisschen weniger ab. Ganz komisches System ist das bei denen. So, jetzt. Konzentrieren hier. Oh, schau mal an, ey. Habe ich doch mal richtig gut aufgespielt. Ach, bin ich tot oder bin ich... Ich lebe noch, aber ich kann doch gar nicht mehr treten. Mone ist Kunstradfahrerin. Wusstet ihr das? Das sieht irgendwie gar nicht so aus, als ob ich irgendwie noch Fahrrad fahren könnte. Scheißdreck. So, also ab jetzt. Wer nochmal reinschreibt, bitte OMSI 2. Kriegt eine Verwarnung von den Moderatoren und dann wird er gesperrt für... Keine Ahnung, wie lange könnt ihr sperren? Für 600.000 Jahre oder so? Das wäre ganz gut. Das war ein Witz, Leute. Es wird Happy Wheels gespielt heute. Wie viele Zuschauer haben wir überhaupt? 150. Da lohnt sich OMSI überhaupt nicht. Da fangen wir erst bei 300 an neuerdings. Hä? Wusstet ihr noch nicht? So, und jetzt lasst mich mal konzentrieren hier. Nein, nicht... Ah, oh, habt ihr gesehen, wie ich... habt ihr gesehen, wie ich geschickt wieder aufgestanden bin? So, jetzt kann ich das Kind davor schieben. Wenn das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und dann kann das erschossen werden, obwohl es ja schon tot ist. Aber das weiß die Harpune ja nicht. Ja, die Harpune ist nämlich blöd! Im Gegensatz zu mir. So, und über mir wohnt ein Student und der denkt, dass ich meine Frau schlage. Der kam neulich mal, habe ich schon mal erzählt. Weil der lernen muss, hat er gesagt. Seit wann müssen Studenten lernen? Ganz was Neues. Ja! Ich muss Geld verdienen, das ist doch viel wichtiger. So, da liegt noch ein bisschen Gedärm. Und jetzt konzentriere ich mich mal hier, weil das wird ja wohl zu schaffen sein, dieser scheiß Level da. 8,2 Schwierigkeitsgrad, das ist ja nicht so schwierig. Komm, Baby, komm, 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 komm! Oh, das wird knapp. Ah, das war nicht gut. Ui, das tat weh. Uiuiui. Ui. Verdammte Axt. Ja, alles klar. So. Es wird nichts anderes gespielt heute. Es wird Happy Wheels gespielt. Heute ist Happy. Ja, heute sind wir alle glücklich. Ihr Penner. Darfst du keinen Witz machen hier, ne? Gibt Leute, die verstehen keine Ironie, ne? Und da gucken sie meinen Kanal. Das ist sowieso komisch, warum solche Leute meinen Kanal gucken. So, nochmal. Ah, leck mich doch am Arsch, ey! Was muss denn meine Frau auch da die Rübe hinhalten? Kann die nicht ausweichen? Mann! Ich kann euch noch was Lustiges erzählen, fällt mir gerade ein, von meiner Frau. Und zwar wirklich, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Männerdeutsch und Frauendeutsch. Das ist also... Ich weiß ja... Lass den! Ach nee, ach kacke! Ach, leck mich doch. Ich weiß ja, dass viele Mario Barth nicht mögen. Aber ich weiß auch, dass viel mehr Mario Barth schon mögen. Und was der da so erzählt hat da mit diesem Wörterbuch Frau, Mann, Deutsch, Deutsch, Frau, Mann oder so ähnlich wie das heißt, das stimmt. Ich habe das neulich gemerkt. Ich habe das selber gemerkt am eigenen Beispiel. Am Beispiel meiner Frau. Was ist das denn jetzt hier? Ah, komm! Jetzt komme ich nicht weiter, weil hier das Gedärm da hängt, oder was? Ah, leck mich doch am Arsch! Kann bitte der Darm sich... Dankeschön! Kannst du diese Darmzote mal bitte entfernen? Ist ja wirklich... Ja, und zwar meinte sie neulich, und ich erkläre euch das mal, wie das ist. Also, wenn ihr verheiratet seid, dann ist das bei euch dann später auch mal so. Oh, dicker Mann, explodier doch mal. Komm. Komm! Baby. Komm, rauf mit den Hämorrhoiden. Komm, lass die Hämorrhoiden platzen. Jawohl! So stelle ich mir das vor. Ja, und sie meinte neulich, du Harald, ich muss heute Abend mal einen Brief schreiben. Ja. Da sage ich dann normalerweise, okay, mach das doch. Und ich frage mich dann, warum teilt sie mir das mit? Und ich hatte das schon so eine Vermutung. Moment. Ich konzentriere mich gerade auf das Timing. So, genau. In Wirklichkeit hat sie nämlich gar nicht gemeint, dass sie einen Brief schreiben muss. In Wirklichkeit meint sie nämlich was anderes. Übersetzt heißt das nämlich... Kannst du heute Abend mal eine halbe Stunde auf Luke aufpassen? Versteht ihr? Das ist Frauendeutsch. Und das passiert häufiger. Sie sagt zum Beispiel... Na komm, Kind, schrei mal nicht so. Nee, das sagt sie nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier? Versuch nochmal. Kannst du mal bitte dieses blöde Kind hier
entfernen. Dankeschön. So. Bist du heute zu Hause, wenn ich heimkomme, wenn sie zum Beispiel sagt, wenn ich mit Luke nach Hause komme? Das heißt dann, komm bitte runter und trage die Treppe hoch. Das ist einfach, man muss das wirklich übersetzen.